Herzlich willkommen bei Chefin, du wurdest schön, dass du diese Woche wieder eingeschaltet. Bist du zum ersten Mal hier? Hier unten gleich mal meinen Kanal abonnieren, wenn du die Glocke mit aktivierst, verpasst du kein Video mehr. Supportest mich durch das kostenlos und ich danke dir natürlich von ganzem Herzen. Heute machen wir eine Country Pizza im Smoker Barbecue Style. Eine ausgezeichnete, geile Nummer. Was wir dazu alles brauchen, wie das am Ende aussieht und schmeckt, das siehst du in dieser Folge. Bleib unbedingt dran. Ja, wir starten ganz einfach mal mit dem Teig. Da kommen natürlich noch weitere Zutaten hinzu, die kommen jedoch später. Ansonsten, wie immer, sind meine Zutaten, die Zutatenliste plus die Zubereitungsart unten im Video verlinkt. Klickt einfach hier drauf, wo hier aufklicken steht, für weitere Informationen. Das ist eine Fertigmischung vom Mehl, da ist alles schon drin. Hefe, Salz, was auch immer da alles noch reingehört, Mehl. 3 Deziliter Wasser dazugeben und das Ganze für 8 Minuten lang zu einem schön glatten Teig kneten. Ich ziehe mir dafür keine Handschuhe an, ich mache das auch von Hand, weil da hat man einfach ein schöneres Gefühl dabei. Ist am Anfang etwas mühsam und eklig, aber fügt sich mit der Zeit recht gut. Ich mache das fertig und wir sehen uns, wenn der Teig richtig schön glatt ist. So, das Ganze dauert ungefähr 8 bis 10 Minuten. Je nachdem, ich habe da noch einen kleinen Schluck Olivenöl nachgegeben, weil das natürlich vom Geschmack her einfach viel besser passt. Macht den Teig auch etwas glatter. Ja, schön sieht das Ganze aus. Wir geben ihn zurück in die Schüssel, decken ihn ab mit einem Tuch und lassen ihn für eine Stunde auf das Doppelte aufgehen. In der Zwischenzeit alles schön sauber machen. Für unsere Pizza im Country Style habe ich hier von Don Marcos Barbecue den Texas Rub. Passt für mich persönlich da ausgezeichnet drüber. Geben wir großzügig, aber nicht zu viel natürlich, oben drüber. Drücken das schön an. Machen das auch noch von der anderen Seite und geben unsere zwei Chickenbrüste in den Smoker und lassen die schön ziehen bei 150 Grad, damit wir eine Kerntemperatur von 70 Grad erreichen. Ja, Pizzateig ist soweit, eine Stunde ist vergangen, der ist ein bisschen das Doppelte aufgegangen. Dann haben wir hier Tomatensauce extra für Pizza, die ist gekauft, könnte man auch selber machen. Fehlte mir jetzt die Zeit, ist jedoch eine sehr gute Sache, kann man mal kaufen. Wir brauchen des Weiteren zwei Peperoni so ausgehöhlt, eine Mozzarella, scharfe Chili. Dann haben wir hier etwas Mais, Schinken. Die genauen Rezeptangaben findet ihr wie immer unten im Video verlinkt. Klickt einfach hier drauf, wo hier aufklicken steht, da findet ihr alles, alle Zutaten, Zubereitungsart, paar weitere interessante Links. Wir legen los. Haben unsere Peperoni, die schneiden wir einfach in dünne Streifen auf und legen die im Ganzen auf die Pizza, denn das sieht immer toll aus. Macht die so dünn wie möglich natürlich, brauchen nicht die ganze. Dasselbe auch mit der gelben. Schnappen uns etwas Mehl, der Tisch natürlich sauber. Hier großzügig das Mehl darüber verstreuen, sorgt dafür, dass der Teig nicht anhaftet zum einen und dass der besser auf das auf die Pizzaschaufel kommt. Nehmen uns die Hälfte des Teiges, vorsichtig kneten den einmal flach aus und dann kann man den einfach so schön ausziehen auf die gewünschte Größe. Wir probieren hier möglichst einen dünnen Boden zu machen und einen schönen Rand hinzukriegen. Das Ganze wird natürlich rund. Ja, ich mache das schnell fertig und wir sehen uns bei den weiteren Schritten. Schön dünn ausgewalzt, nehmen uns einen Löffel, vielleicht auch zwei Tomatensoße, geben die hier schön gleichmäßig oben drüber. Das ist wichtig, dass der Teig überall gleich feucht ist und das auch gleichmäßig backen kann. Wir wollen ja, dass der durch ist, ne? Auch wichtig, bis ganz am Rand raus. Schnappen uns etwas Schinken, legen hier jeder so viel wie er mag, natürlich großzügig. Ich mag Schinken gut, allgemein Fleisch mag ich gut hier drüber. So. Noch eins in die Mitte, wunderbar, schnappen uns etwas Mais, geben das oben drüber. Hier unsere Paprika, schön darüber verteilen. Kommen wir zur Mozzarella, die schneiden wir nicht, wir zupfen die in schöne kleine Stücke.
sorgt auch hier dafür, dass sie gleichmäßiger garen kann, dass die schön schmilzt und wirkt etwas natürlicher, nicht so, ja, geschnitten halt. So, das war es im Großen und Ganzen schon. Nein, ich habe noch Chili, die ist wirklich scharf, darum nehme ich hier nicht allzu viel. Probiere die ja schön darüber zu verteilen. Das war's. Schnappen uns hier unser Pizzaschieber. Wichtig ist, da muss genug Mehl darunter sein, sonst funktioniert das nicht. Dann nehmen wir Anlauf. Es geht eigentlich nur mit Anlauf, geht aber auch so mit etwas Hilfe. Und ab auf den Smoker. Ja, wir sind soweit. Pizza hier auf den vorbereiteten Pizzastein legen, schieben und Deckel zu. Für, ich würde sagen, mal 5 bis 10 Minuten bei 240 Grad ziehen wir das Ganze durch und gucken dann, wie weit das Ganze ist. Sieht man, wie geil das aussieht nach 2 Minuten. Wir drehen unsere Pizza ein bisschen nach links oder rechts, wie ihr wollt. Zuerst, scheißegal. Hauptsache, man dreht hier ein bisschen, man sieht hier, die ist schon ein bisschen dunkel geworden. Das machen wir jetzt immer wieder so weiter. Boah, geil. Ja, der Boden war ein bisschen zu dünn. Hier hat es ihn, mochte es ihn leider ein bisschen zerreißen. Macht aber gar nichts. Schneiden hier einfach so auf. Schnappen wir ein Stück. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn die Pizza so hält. Ich wünsche euch guten Appetit. Wirklich scharf, aber so aromatisch, so knusprig, so richtig geil. Und so einfach gemacht, Leute. Ja. Schreibe die Kommentare, wie dir das Video gefallen hat. Lob, Kritik natürlich immer angebracht und wird auch beantwortet. Hier kannst du das Video liken auf der Seite. Meinen Kanal abonnieren, die Glocke mit aktivieren. Du weißt Bescheid. Hier oben Smoker Playlist, da Drinks und Cocktails. Wir sehen uns nächste Woche bei Chef in the Woods. Geil.